Und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command War in Europe gegen Wenzel und mal sehen. Paris ist ja gefallen und mich interessiert mal, ob unser Panzer das noch überlebt hat. Müsste er ja eigentlich. Feindliche Panzer war ja komplett eingekesselt, da dürfte nicht zu viel passiert sein. Franzosen schieben ein bisschen hin und her. Die spannende Frage natürlich, wie lange hält Tobruk noch und wie schaffen wir es jetzt eigentlich nach Algier? Dahin erwischt. Och Mann. Das lief bisher so erfolgreich und jetzt. Dritter Panzer zerstört. Lalala. Das ist zu viel los. Strategischer Art. Achso, wir kriegen in Spanien Zugang zu Häfen. Der Bau des Schiffes unseres geplanten Flugzeugträgers Graf Zeppelin ist noch nicht fertiggestellt. 300 MPB verteilt, ich glaube, wir können uns 25 pro Runde leisten, dann haben wir auch mal einen Flugzeugträger irgendwann. So, dann lasst uns mal sehen. Der ist aus seiner Festung rausgekommen und könnte noch einfach vernichtet werden. Die haben sich ein bisschen bewegt. Ja, außerhalb ihrer Festung sind sie jetzt natürlich leicht zu schlagen. So, ja, du kannst da noch einziehen, dann haben wir das auch. Fliegern werden wir den auch nur kaum los. Der Flieger, der es kann, der müsste eigentlich mal geupgradet werden. Wohl der kommt da noch ran und hat einen Angriff. Ach. Na komm. Ich will den jetzt loswerden. Gut, dann wird deren Versorgung hier allmählich überall ziemlich knapp. Aber in Festung hält sich das natürlich ein bisschen länger. Ich glaube, wir müssen mindestens 4 Einheiten ankriegen oder so. Was wir hier zum Teil nicht unbedingt haben. Wir können natürlich mit Gewaltmärschen ein bisschen arbeiten. Wir haben 2-0 von hier. Oh. Und dann lasst uns das mal abräumen. Den wir da schlagen, der bringt ja auch noch nationale Moral. Gut, aber bevor wir jetzt alle da reinhauen, was muss man hier noch beachten? Der muss weg. So, ihr nehmt hier die Orte ein. Der sollte erstmal irgendwo in Sicherheit, wo wir ihn verstärken können, oder? Ja, jetzt auf 8. Komm, du fährst irgendwo nach hinten. Du hoffentlich außerhalb der Reichweite dieser Briten bist. Und wirst dann mal verstärkt. So, ihr rückt hier auch weiter mit vor. Ja, scheint ja keinen feinen Kontakt mehr zu geben. Das heißt, wir können uns das jetzt eigentlich alles holen. Die spannende Frage auf Dauer ist dann natürlich, wie erobern wir jetzt eigentlich hier hinten Algier? Das muss dann noch vor allem die französische Moral
Naja, gut. 22,5 Punkte. Wurde wieder ziemlich voll gepumpt. Könnte kompliziert werden. Also der italienische Bomber kann mal verstärkt werden. Also der Jäger wieder. So, das AQ kommt dran. Das soll sich hier dann mal bequem machen. Wir haben praktischerweise hier einen Eisenbahntransport. So, du kommst dran. Und unser zweites Akku, du passt da auf, aber wo sollen jetzt die Truppen herkommen, um da reinzukommen? Haben wir hier Häfen nennenswert? Den da. Also man muss ja zumindest dem Ganzen zugute halten, da ist eine Eisenbahn. Aber ich hätte schon hier vorne gerne noch einen Hafen. Wir haben immer noch überall diese französischen Schiffe. Ich meine, das müssten wir ja ganz gut frei halten können. Die Frage, wer kann Algier überhaupt einnehmen? Unter anderem kann natürlich unsere Luftwaffe helfen, die hier aber erstmal dringend verstärkt werden muss. Du fliegst irgendwo hin, wo wir dich voll verstärken können. Na gut, der auf 8, das muss erstmal reichen. Den meinetwegen auf 10. Ach, und ich alle Punkte so jetzt einfach ausgebe. Ich will schon mal, sagen wir mal, der weiterentwickelte Panzer, dass das auf jeden Fall schon mal geforscht wird. Dann haben wir hier noch Flieger, die mussten jetzt aber zum Teil hier aushelfen. Nein, der hier nicht. Hm. Wie schnell wärst du in Reichweite, hier unten anzugreifen? 56 Punkte? Feier, feier. 1 mal 12 fällt das ja vielleicht hier irgendwo. Ich tippe mal 3, 4 Runden. Das mit Verlegen, also mit Fliegen dauern. Aber halt einmal zu verlegen, das sind gleich 56 Punkte. Aber wir brauchen hier definitiv Luftwaffe, um hier irgendwie reinzukommen. Ich sehe gerade, wir könnten hier nochmal ein bisschen angreifen. Okay, es ist zwar teuer, aber bezahlen wir. Gehst, dann geht dann erstmal hier hin. Und wir werden wahrscheinlich noch den einen oder anderen Flieger mehr brauchen, um schnell zu Ende zu bringen. Wenn wir die vielleicht auch verlegen. Hm. Und dazu sagen, damit das auch in die deutschen Flugzeuge und die Fallschirmjäger auch vielleicht kommandiert sind, könnten wir noch einen HQ brauchen. Der geht hier hin, dann auf ein Transportschiff dahin und dann die Eisenbahn. Das wird auch eine Weile dauern. Das ist natürlich auch nicht ganz billig. So, ihr könntet zwar von diesem Hafen starten, aber das ist mir viel zu riskant mit unseren Flotten. Das hier können wir, glaube ich, in Ordnung kriegen. So, du kommst mal mit. Und vielleicht noch eine Armee, bisschen Kampfkraft. So, was haben wir denn? Deutsches Akku, Armee, Korps, zwei Fallschirmjäger, Flieger. Es kommen die nächsten Runden vielleicht noch ein paar Flieger mit rein. Ich denke mal, dann passt das schon. Oh, die erobern das alles. Ich könnte eigentlich sogar schon mal noch ein Stück weiterfahren. Ja, dann was machen wir weiter da? Geht überall alles nix. Ihr könnt ja hier schon mal ein bisschen mit rankommen. Du könntest Busse besetzen, sicherheitshalber vor, also oder vorübergehend. Ja, die waren alle dran. Ja, Italien. Hm. Das wäre natürlich ein bisschen auch eine Flotte praktisch, die hier die Versorgung wegbombt. Theoretisch haben die Italiener ja eine nette Flotte. Man mag sie nur nicht einsetzen, weil sie so schnell kaputt geht.
Aber wir könnten uns ja für eine Operation hier in der Nähe sammeln. Theoretisch. Stecken wir das mal so schnell hoch, so hoch wie es geht. Und jetzt könnten wir vielleicht dann auch die anderen Schiffe brauchen, wenn sie bei Algier helfen sollen. Also wer jetzt nicht repariert wurde, sammelt euch mal vorsichtig hier in der Gegend. Na gut, ihr seid eh in der Nähe, ihr könnt da warten. Die wurden jetzt repariert, die kommen im Zweifel nächste Runde dazu. Und dann schauen wir hier mal, ob es uns gelingt, hier ein bisschen aufzuklären, Hafen zu blockieren, Stadt zu beschießen, um die Versorgung schnell wegzukriegen. All solche Sachen. Luftwaffe ist auch dann unterwegs, die Deutsche vor allem. Und ein paar weitere deutsche Unterstützungseinheiten. Auch auf dem Weg. Sollte eigentlich passen. So, dem geht langsam die Versorgung aus. Der ist bald weg. Der hält da aus. Den Tobruk harren weiter tapfer aus. Machen sie sehr gut. Den Briten geht ja auch langsam ein bisschen die Puste aus. Frag mich gerade allerdings. Das hier ist die, unten der Name, die West Desert Force. Die sind sowieso in der Nähe. Wir haben bisher in Frankreich noch keinen einzigen Briten gesehen. Und irgendwo müsste ja das Expeditionskorps der Briten sein. Aber ich meine, in Norwegen ist es auch nicht. Das sind nur die Spezialeinheiten, die gerade ein bisschen Ärger machen. Wo ist also diese britische Armee? Das britische Expeditionskorps? Sind die jetzt alle in Afrika? Steht irgendwer in Großbritannien? Und schon Sachen, die man irgendwie gerne wüsste. Naja gut, kümmern wir uns noch jetzt um unsere Schiffe. Ach genau. Ist ja schon mal hier in Schleichfahrt versuchen durchzukommen. Neuer Plan. Du rückst schon mal in den Hafen auf. Da, ja, kann man Licht zwar nicht voll verstärken, weil es eher ein kleinerer Hafen ist, aber Versorgung dürfte sich schon mal wieder verbessern. Und dann kannst du hier nächste Runde entspannt irgendwo rein. Aber den Restpunkten... kriegen die nur auf 8? Achso, ja, der Hafen hat auch noch eine Stufe von 5. Der muss nochmal da drüben hin. Stärken wir hier und da sonst noch ein bisschen. Ja, du kannst auch noch mal da rein. Dass sie alle wieder verstärkt werden, wenn wir dabei sind. Falls wir den in Oslo doch mal brauchen. Die Garnison. Ach komm, wir haben ein paar Punkte über. Passt schon. So, okay. Wir sind schon pleite. Trotzdem mal der Kontrollblick kurz auf die Forschung. Genau, der weiterentwickelte Panzer läuft an, das ist wichtig. Und das weiterentwickelte U-Boot sollte nächste Runde fertig sein. Dann also Upgrades rauf und dann geht's wieder los. Erdkampfwaffen, ah, das könnten wir hier auch in Italien gebrauchen, in Nordafrika gebrauchen. Italien hat die Marinewaffen. Na gut, wenn wir jetzt eine kleine Operation in Algier starten, mal sehen, ob wir demnächst noch eine Flotte haben, wo man die draufpacken kann. Ansonsten auch ganz gut. Ja, dann Aufgabe der nächsten Runde ist es da, mal eben das fertig zu besetzen. U-Boote upgraden. Hier lose durchhalten und Offensive nach Algier starten. Irgendwie sind soweit. Und wir haben schönen Erfolg in der Türkei. Was ist das U-Boot? Ja, und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Wenzel mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.